Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Fever. Ja, wir haben hier immer noch ein leichtes Problem, denn wir wollen hier eigentlich noch eine Schiene rübersetzen. Aber dafür muss ich hier was kurz abreißen, weil sonst sagt er mir die ganze Zeit Fahrzeug im Weg. Und er sagt mir selbst jetzt noch Fahrzeug im Weg. Aber jetzt kann er mir nicht mehr Fahrzeug im Weg sagen. Jetzt gibt es nämlich gar kein... Okay, Train Fever has not so known bugs. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Dann gibt es halt immer nur eine Behinderung. Ja. Jetzt gibt es das auch endlich. So, und jetzt setze ich hier ein Signal hin. So, und jetzt setze ich mir hier noch einen Signalpunkt hin. Gut. Und jetzt will ich noch, dass der Zug auf dem Weg dahin darüber fährt. Und warum fährt er nicht generell über den Teil der Strecke? Ist die Strecke für die Öffentlichkeit gesperrt oder was? Nee, aber sie führt nach Grönheim. Ist mir verständlich, dass der Zug da dorthin nur einspurig fahren will. Ja. So. Wir moven uns nochmal ein bisschen hier runter. Und da müssen wir nämlich noch eine Sache machen. Oh nein. This wasn't to our luck. Not Grönheim. So, auf der Rückfahrt soll er dann nämlich darüber fahren. Ah, vielleicht sollte man den Abschnitt elektrifizieren. So. Und die andere Linie war dann die 26. Das heißt, der geht auf die Linie 26. Vor allem, wir müssen hier umbauen.
Der Bahnhof ist viel zu... Ja, da kommt der Flirt, denke ich. Oder glaube ich. Ja. Das war der Flirt. So, wir müssen den Bahnhof kurzzeitig abreißen. Denn wir brauchen einen längeren Güterbahnhof. So, jetzt muss hier erstmal ein Güterbahnhof hin mit 320 Metern Länge. Das kriegen wir hin. Dann kommt hier das hin. Gut, dann gehen wir einmal jetzt außen um das... Depot rum. So. Aber es muss natürlich auch so platziert werden, dass ich einen Nutzen davon habe. Gut. Interessante Depotform, aber in Ordnung. Gut. Jetzt muss ich natürlich noch den Bahnhof damit verbinden. Gut. Ja. Ja, die Linien fahren auch noch über die Gleise. Nur, wie gesagt, ich brauchte halt jetzt diesen viel längeren Güterbahnhof. Weil sonst hätte das alles nicht mehr gepasst. So, da fährt auch schon die erste Lok aus. Ja. Da-dum. Dum. Ja. So, da kommt noch ein Güterzug angefahren. Ja, du kannst bitte gleich nochmal auf den Weg der Linie. Ja. Und zwar muss ich dem dann jetzt sagen, dass aber bitte nur er
dann schon hier hinten rüberfahren soll. Linie 25. So. Sonst blockiert der ja alles. Gut. Und wann setzt du über? Komm, normale Geschwindigkeit. Dann hier mal bitte Signale hin. Ja. Der muss natürlich auch darüber fahren. Ins Depot schicken. Und auch für die Linie 24 vormerken. Auch du musst darüber fahren. Gut. Jetzt kann er dann nämlich einfahren. Und jetzt will ich doch mal gucken, passt der Zug im Prinzip komplett in den Bahnhof? Ja. So ungefähr. Das ist aber auch schon echt ein langer Zug. Ja, der geht auf die Linie 25. Und der geht wieder auf die Linie 24 zurück. Wie fährt die Linie 24? Nein. Ja, ich habe mal wieder monatelang nicht geredet, das tut mir leid, auch ich bin wieder aus der Versenkung zurück. Ah, dieser Fehler, dass ich stundenlang nicht rede. Aber dann bin ich einfach vertieft in dieses Spiel. Und ja, vor allem ich ärgere mich über Fehler. Und ich weiß nie, wie ich sie beheben soll. Aber das Worst-Case-Szenario ist eingetroffen. Das Einzige, was ich jetzt nämlich nur noch sagen kann, ist: Die Folge ist vorbei. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal vom Let's Play Train Fever. Ja. Bis dahin und bye bye.